Das Wetter ist zwar schön, aber trotzdem sehr kalt. Es wird langsam wieder Zeit, es sich im Bett gemütlich zu machen. Hallo Armin. Schau mal, ich hab was für dich. Alte Videos schauen, komm. Yay. Ist durch nichts zu ersetzen. Ich war letztens bei meiner Oma und da haben wir einfach so Butter gemacht und das war so leicht. Da haben wir zwei uns gedacht, wir zeigen euch dieses Rezept heute. Yes. In Wirklichkeit braucht ihr nur Schlagobers, einen Mixer und ein paar Förmchen. Als erstes mache ich mir mal einen Zopf, weil es gibt nichts ekligeres. Was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, es gibt nichts ekle, nichts eklige eklige Hefes. eklige Hefes. Eklige Hefes. Eklige Hefes. Eklige Hefes. Eklige Hefes. Ich konnte früher einfach ein paar Wörter nicht aussprechen und ich glaube, es gibt nichts Eklacke. Also ich konnte früher nicht ekelhaft aussagen. Ich glaube, es war, es gibt nichts ekelhafteres. Ekelhafteres. Nein. Ekelhafteres. Ekelhafteres als Haare in der Butter. Das war's, glaube ich. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Haare in der Butter. So, und jetzt gießt ihr das Schlagobers in den Topf. Und jetzt kommt der Mixer. Auf mittlerer Stufe könnt ihr jetzt mixen. Und ihr werdet sehen, schon bald wird das Schlagobers so, wie es Armin und ich am liebsten essen. Am allerliebsten zu einer Sachertorte. Armin, wenn das so aussieht, dann merkt man schon langsam, dass es zu Butter wird, also dass die Butter dann kommt. Da sehe ich also, das Schlagobers vom Fett löst. Also von der Flüssigkeit löst und dass es dann härter wird. Jetzt müsst ihr weiter mixen und weiter mixen. Irgendwann wird das Ganze dann so klumpig. Und dann habt ihr es geschafft. Ist fertig. Ihr habt Butter. Ganz wichtig, bevor ihr mit dem Mixer rumtut, abstecken. Nur kurz die Butter rumtun. Das ist Butter. Das alles ist Butter. Schau, siehst du die Milch? Die Buttermilch? Mhm. Und jetzt, willst du kosten? Das habe ich nicht ernsthaft gekostet. Doch. Und jetzt wird geknetet. Leider müsst ihr jetzt in das Ganze hineingreifen und die Klumpen zusammendrücken und die Flüssigkeit rausdrücken. Und das ohne Handschuhe. Meine Hände waren wahrscheinlich noch ganz fettig. Aber wenn ihr von der Butter die ganze Flüssigkeit getrennt habt, könnt ihr sie dann schon in eure Formen geben. Fühlt sich ein bisschen an wie slimy. Slimy. Einfach mit Frischhaltefolie auslegen und dann die weiche Butter hineindrücken. Das sieht ja wirklich aus wie Butter. Das ist ja auch Butter. Und jetzt machen wir noch zwei verschiedene Varianten. Hier haben wir einmal ein super leckeres selbstgemachtes Basilikum-Pesto. Wie das geht, zeige ich euch ein anderes Mal. Und eine leckere Knoblauchpaste. Und aus diesen zweien machen wir jetzt jeweils noch eine Pesto und eine Knoblauchbutter. Die restliche Butter teilen und einen Löffel Knoblauch oder Pesto oder, wenn ihr wollt, auch andere Gewürze dazu. Zucker. Dann einfach vermischen und ab damit ins Eis, damit die Butter etwas härter wird. 20 Minuten später könnt ihr sie dann rausholen. So, die Butter ist jetzt fertig. Ich werde es mal einen kosten und ich sage gleich, die mit Knoblauch ist mein absoluter Favorite. Warum mit Knoblauch? Nee, wegen den Vampiren und so. Nein, nur Spaß. Nee, das ist zu spät regiert. Wegen den Vampiren und so. Nochmal. Nee, wegen den Vampiren und so. Nein, nur Spaß. Und Leute, ihr müsst das unbedingt nachmachen. Mmh, schmeckt herrlich.
Also die Butter war wirklich gut. Das müssen wir nochmal wiederholen. Und wir müssen euch noch eine Anleitung machen, wie man Pesto macht. Ja. Weil also unsere Mama macht das oft und das schmeckt so lecker. Wirklich. Das ist mein Lieblingspesto. Nächstes Video. Vielleicht ist es das nächste. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch. Was ist das noch mit dem Schokoladen? Hautcreme? Willkommen in Ilias Beauty Farm. Heute zeige ich euch 4 Beauty-Tipps. Star Wars Locken, Zuckergoschi, Bärenzähne und affengeile Nägel. Los geht's! Star Wars Locken heißt, weil da so Star Wars Figuren drauf sind. Und so sieht es dann am Ende aus. Oh ja, diese Papiertücher, die gibt es manchmal in urcool verschiedenen Formaten. Also es waren zum Beispiel mal so Topmodel drauf und sowas. Dann war noch so Star Wars drauf und zu Ostern gibt es halt immer so kleine Osterhäschen. Zu Weihnachten immer so Weihnachtsdesigns, aber das ist urcute. Was ihr dazu braucht, ist Küchenpapier. Könnt ihr natürlich auch ohne Star Wars Print nehmen. Geht auch mit ganz normalem. Einfach eine Strähne nach der anderen einwickeln und Knopf machen. Ein bisschen Hilfe kann dabei nicht schaden. Oh, mein Beauty-Salon bekommt Besuch. Hallo Frodo, du bekommst auch gleich eine Star Wars-Locke. Jetzt muss ich das hier lachen. Hey. Ich habe diese Locken schon oft gemacht und brauche eigentlich keine Hilfe mehr. Außer am Ende. Wenn die Haare fertig eingerollt sind, dann besprühe sie so mit ein bisschen Wasser. Aber nicht zu viel, weil sonst werden die Haare ziemlich feucht, sondern nur so ein bisschen von der Weite her. Und während das trocknet, machen wir inzwischen unser Zuckergoschi. Für mein Zuckergoschi benutze ich Kokosfett, Lavendelöl und 80% dunkle Schokolade. Hier, Armin, kost mal. Du hast damals wirklich nichts anderes gemacht, außer in die Kamera geschaut und gelacht, oder? Oder Harfe gespielt. bitte. Nochmal. Das lasse ich dann einfach im Wasserbad schmelzen. Die Zutaten kommen alle zusammen in einen Topf. Ihr dürft das Lavendelöl nicht vergessen. Das riecht dann so gut. Den Topf stelle ich dann auf kochendes Wasser. Ganz schön heiß. Bitte seid vorsichtig. Wenn alles geschmolzen ist, geht es schon los. Einfach mit einem Küchenpinsel das ganze Gesicht bestreichen. Ah, das ist schön warm, gell? Das hat aber urlecker geschmeckt. Weil wir haben es ja dann so im Gesicht gehabt und so. Es war urschön warm. Aber es war auch so cremig, so. Und morgen geht's weiter. Morgen? Los? Das waren damals noch 2 Teile, weil wir manchmal so 2 Teiler gemacht haben. Aber wir werden jetzt hoffentlich gleich den zweiten Teil sehen. Letztes Mal, da haben wir Star Wars Locken und ein Zuckergoschi gemacht, nämlich eine Schokomaske. Und heute machen wir affengeile Nägel und Bärenzähne. Ich liebe Nägellack hier. Ich nehme nie dieselbe Farbe für alle Nägel, sondern immer für jeden Finger eine eigene. Meistens rosa und rot. Hübsch, aber noch nicht fertig. Sind diese Nägel jetzt schon affengeil? Nein, der Affe fehlt noch. Jetzt kommt der Affe dran. Der Affe hat ein ganz kleines Mündchen. Damit bläst er auf die Nägel und lässt sie so schneller trocknen. Wo ist das Affi?
Da kommt Luft raus, hört ihr das? Und lässt sie so schneller trocknen. Aber das glaube ich, das habe ich erst später bemerkt. Und zwar kommt gar nicht die Luft aus dem Mund, wo da so scheint drauf zu pusten, sondern da ist so unten so ein ganz kleines, so eine ganz kleine Spalte, wo die Luft ja eigentlich rauskommt. Ja, dann tut es ja nur da. Nein, es geht da über den ganzen Nagel, weil es so schön drauf ist. So, jetzt sind sie fertig und echt affengeil. Hast du eigentlich den Affen immer noch? Na klar. Muss man nur mal die Batterie wechseln, aber es funktioniert immer noch. Einwandfrei, also noch in Verwendung. Hier sind jetzt schon die Erdbeeren für unsere Bärenzähne. Also zuerst beiße ich mal von einer Erdbeer die Hälfte ab. Dann schlucke ich es runter und mit der anderen Hälfte putze ich mir jetzt ganz gut mal die Zähne. Ich werde das eine Schaumbürste. Die Sachen, die in der Erdbeere drin sind, sind gut für die Zähne. Echt. Und dann könnt ihr die andere Hälfte einfach essen. Schiefe Zähne, aber dafür weiß. Zeit für die Verwandlung. Locken auf, Maske runter und los geht's. Das ist ganz schöne Schrubbarbeit. Alles muss runter. Meine Mama hat inzwischen aus den restlichen Erdbeeren einen Shake gemacht. Jetzt machen wir uns noch die Star Wars Locken auf und dann sehen wir super aus. Es kann sein, dass es euch beim Locken aufmachen etwas piept. Da dürft ihr nicht wehleidig sein. Jetzt noch die Locken kopfübergebeugt etwas nach oben massieren. Was sagt ihr? Sehen wir nicht hübsch aus? Jetzt gehen wir auf einen Cocktail. Prost, meine Liebe. Prost. Die Kiwi ist reingefallen. Und der Frode im Hintergrund schaut einfach nur. Oh Gott. Das waren die Videos heute. Och du meine Güte, das sind so alte Videos. Aber was man hier immer so auf dem iPad alles findet, das glaubt man gar nicht. So meine Lieben, das war's jetzt mal mit den alten Videos und wir machen jetzt noch ein paar Fanpakete auf. Yay. Also bis gleich. So Leute, wir machen jetzt noch Fanpost auf. Ich habe jetzt meinen Messi-Bun in eine andere Messi-Frisur hier gemacht. Aber wir gehen direkt mit dem ersten Paket und das ist von der lieben Hanna und der Nela. Von Hanna und Nela. Heute machen wir wieder eine Aufwandparty hier. Also hier ist einmal eins für für eine Traumpalette. Und da sieht es so von innen. Das riecht voll gut, riech mal. So schaut es von innen aus, wieder alles urschön und süß verpackt. Und hier ist noch ein kleiner Brief. Hallo Ilja, hallo Arvin. Wir sind Hanna 11 und Nela 8 aus in Deutschland. Wir gucken eure Videos schon seit einem Jahr und warten jeden Sonntag gespannt auf euer neues Video. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Autogrammkarte zurückschicken könntet und hoffen, dass euch unser Fanpaket gefällt. Liebe Grüße, Hanna und Nela. Oh, danke schön. Dankeschön. Das ist bestimmt voll cool. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe eine Kerze. Wow. Ich habe eine Lichterkette. Wie cool. Wow. Ich habe einfach so eine Lichterkette. Ich habe so eine richtig schöne... Wow. Ich habe so eine richtig schöne Rosenkerze. Die ist auch von innen voll schön. Ja, voll cute. Die ist so schön. Dankeschön, das ist voll cool. So. Duftblättchen, bitte aufteilen. Das riecht so gut. Das ist mein Paket ja richtig gut gerochen. Sind das so Duftblätter, die man essen kann oder was? Du willst wahrscheinlich blau haben. Ja. Danke. Schaut mal. Das ist richtig süß. Ich habe auch so ein Blatt halt in blau. Danke, liebe Hanna und danke, liebe Nela, für das mega coole Fanpaket. Und wir machen auch schon direkt weiter mit dem nächsten. Das sind echt coole Sachen, Dankeschön. Also das ist von der lieben Julia,
Juliana mit O geschrieben. Juliana, okay. Ich kenne nur Juliana, aber Juliana kenne ich nicht. Wow. Wow. Bitte in einem Video öffnen, ja? Auf ersten Brief von Juliana und Alina. Hi Ilja, hi Armin. Wir lieben eure Videos sehr. Wir mochten euch von Anfang an, aber sind erst jetzt drauf gekommen, dass wir Fanpost schicken können. Wenn wir mal traurig sind, schauen wir eure Videos und dann geht es uns schon viel besser. Armin, süß, lustig, immer am Lachen, hübsch, nett, cool und hilfsbereit. Ilja, hübsch, nett, kann gut singen, intelligent, lustig, cool und kann gut turnen. Oh, danke schön. Hoffentlich gefällt euch das okay. Oh, voll süß. Danke, liebe Juliana. Juliana und Alina. Juliana. Voll süß. Oh, wieder richtig süß verpackt. Oh, ich liebe es, wenn es verpackt ist. Das ist immer so die Weihnachten. Wow. Wow. Ich habe den rosen und die armen silbernen, aber die riechen richtig gut. Ich habe die Boxen eh auch. Cool, dankeschön. Dankeschön. Wow, ein Nagellack. Wow, ein Nagellack. Ich habe auch einen. Die sind richtig schön. Die schimmern auch, oder? Schimmern sie? Oh, schau mal. Moin. Ich habe einfach so ein Einhorn. Danke, das ist ursüß. Wow, ein Dekoherz. Wow, das ist richtig schön. Was ist eine Sparlöse? Oh, kurz hätte ich gedacht, das ist Sparlöse. Also das ist auf jeden Fall so ein Glitzerherz, das ist auch richtig, richtig cool. Also Dankeschön. Wow, ein Amethyst. Ich habe einen Kristall bekommen, also ein Amethyst. Richtig cool. Und dann habe ich hier, oh wie süß, noch ein Einhornbleistift. Oh. Schaut mal, wie cute. Dankeschön, das ist voll süß. Liebe Alina und liebe Juliana, ich hoffe, ich sage es richtig. Vielen Dank für das gute Fanpaket. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, die Abend auch. Dankeschön, das ist echt cool. Und dann haben wir noch ein letztes Fanpaket. Das ist von der lieben Marie. Marie und? Nein, nein, die heißt so. Ach so, vielleicht Marie Clary oder so? Marie Clary. Wow. Wow. Bitte in einem Video öffnen, ja, wir öffnen es gerade. Okay, das ist ein Doppelname. Ein Doppelname. Wow, also die Box sieht richtig süß aus von innen, schaut mal. So alles voll geklebt mit Ilias, also Ilias Weltfotos und sowas, richtig süß. Und es ist natürlich alles wieder eingepackt, aber als allererstes ist erstmal der Brief. Auf jeden Fall, das ist hier gerade ein Plakat und das ist so cool. Das kommt auf jeden Fall in unsere Fanmappe. Wow. Das ist so was Cooles. Okay, warte, wir lesen hier einfach, was da steht. Oh. Zahnpasta-Hex, ich bin wirklich erstaunt. Alte Videos schauen, die Videos sind so süß. Tiere selbst zeichnen. Ilja, du kannst doch so schön zeichnen. Aha, ich kann auf jeden Fall gut zeichnen. Jedenfalls. So schlafe ich am besten. Ich habe das Video gesehen und habe das am Abend ausprobiert und ich kann jetzt viel besser einschlafen. Oh, das freut uns richtig. After-School-Routine. Ich liebe Schnitzel auch so. Oh ja, Schnitzel ist richtig lecker. Weekend-Routine. Ilja, du kannst so schön singen und abends kannst du so schön haben. Danke. Voll süß. Sir Luna und ich. Ich fand das Video richtig lustig. Ja, es war ganz schön spannend. Mobbing. Ich frage mich, wie man so eine so coole und hübsche YouTuberin mobben kann. Danke, süß, voll süß. 16 Facts about Armin. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Also das Video hat für viele Leute doch auch noch gebracht. Also liebe... Marie. Marie, danke, Entschuldigung, ich bin schon ganz depper. Liebe Marie, danke schön für diesen. Ups. Danke schön für diesen mega süßen Brief. Der kommt auf jeden Fall in die Fanmappe. Der ist aber so riesig. Mal schauen, wo ich den hier tun kann. Hier noch Geschenk Nummer 1. Da habe ich auch was aus. Lecker Jellybeans. Oh, haben wir cool. Wo sind die? American Way. Cool. Blueberry. Ich habe früher für die Beans nie so gern gegessen, aber jetzt mag ich die richtig gern. Die sind voll lecker. Danke. Und Nummer 2 kannst du auch noch mithelfen. Frosche! Froschi! Oh, Frosche sind das Beste. Ja, dankeschön. Eine Frostkarte von der Flasche Frost.
meine Freundin und ich. Warte. Oh, das ist jetzt der Brief. Liebe Ilia, liebe Abend, meine Freundin und ich haben für euch ein Fanpaket gemacht. Wir sind riesen Fans von euch. Ich heiße Marie Claire und bin 10 Jahre alt. Meine Hobbys sind Turnen, Schwimmen, Reiten und Yoga. Oh, Yoga ist cool. Wir wohnen in der Schweiz. Aus der Schweiz? Wie cool. Die nächste große Stadt ist Zürich. Wir wollten euch fragen, ob ihr mal ein Fantreffen in Zürich machen könnt. Wir würden euch so gerne mal persönlich treffen. Hoffentlich gefällt euch unser Paket. Wir wünschen euch einen ganz tollen Sommer. Klare. Liebe Grüße, Marie Claire. Okay, das ist ein sehr süßer Brief und eine urgute Idee mit der Flaschenpost. Ja, süß. Und auch noch gut. Ja, voll viele Fotos und so. Also vielen Dank, ich stelle es hier auch dazu. BB. Oh, ich liebe den. Das ist eigentlich einer der besten. Und der von B, also einer, es gibt noch einen von BB mit solchen Bienen drauf. Der ist auch richtig gut. Warte, hier steht noch für Ilia. Hier ist noch ein Brief. Wahrscheinlich. Ilia, du bist die beste YouTuberin. Oh, danke schön. Okay, das ist auch cool. Für Ilia. Ilia ist great. Die beste YouTuberin. Okay, warte. Ich habe hier Fragen, Marvin. Achso, dann wird einfach mal deine schon. Also, okay. Aber nur welche, die noch nicht gefragt wurden. Wie alt bist du? Ich bin 9 Jahre alt. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Tanzen, Malen, Harfe spielen, Rollschuhfahren und Schauspielen. Was ich aber auch jetzt noch lässig treffe. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 13 Jahre alt. Ist es cool, YouTuberin zu sein? Es ist sehr, sehr cool. Also es hat Vor- und Nachteile, also es ist halt schon sehr viel Arbeit, aber wenn man halt so sieht, was dabei rauskommt, die ganze Community, die ganzen Fanpakete, wie viel Mühe ich gebe und sowas, dann lohnt sich das schon sehr und es macht einem richtig Spaß. Würdest du auch mal einen eigenen YouTube-Kanal haben? Also eigentlich schon, nur ich habe gerade jetzt halt mit der Ilia den YouTube-Kanal, wenn Ilia ein bisschen älter ist und von uns wegzieht, dann werde ich wenn ich von euch wegziehe. Wie ist es mit einer so großen Familie? Also, wie ist es mit so einer großen Familie? Es ist irgendwie, für andere Leute ist es wahrscheinlich immer so unvorstellbar, aber für mich ist das irgendwie Gewohnheit. Wann hast du Geburtstag? Ich habe Ende August Geburtstag. Ich liebe eure Videos. Kannst du mich in einem Video grüßen, bitte? Okay, Marie? Liebe Grüße, ja, gehen raus an dich. Und ich hoffe, auch wir sehen uns nächsten Sonntag. Und Leute, ich hoffe, wir sehen uns auch dann noch nächsten Sonntag. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Und bis nächste Woche und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Was habe ich denn? Ah, das war nicht gut. Ja, ich habe die noch nie gegessen. Die habe ich aber schon mal gesehen. Ja, ich sehe die auch. Die haben ja eine Matte. Mm-hmm.